Richtig cool, dass du zum ersten Tag der Kinderbibelwoche eingeschalten hast. Ich bin die Rahel. Und ich bin die Vivi. Und wir dürfen heute in den Tag mit euch starten. Es war richtig schade, dass wir uns jetzt nicht in live sehen können, aber trotzdem ist es doch richtig, richtig cool, dass wir trotzdem zusammen Kinderbibelwoche erleben dürfen. Und wenn ihr schon mal bei einer Kinderbibelwoche dabei wart, dann wisst ihr, dass es nicht nur heißt, gute Zeit mit Freunden zu verbringen, sondern auch Zeit mit Gott zu verbringen. Und weil Gott da ist, würde ich jetzt noch kurz ein Gebet sprechen. Was ist Gebet? Was ist Beten? Beten ist Reden mit Gott. Und mit Gott können wir einfach alles sagen, was uns auf dem Herzen liegt. Alles, was wir denken, wie wir uns gerade fühlen. Und ich würde jetzt einfach gerne kurz dafür danken, dass er da ist und dass wir die Kinderbibelwoche haben dürfen. Ihr dürft einfach auch die Hände falten und die Augen schließen, wenn ihr möchtet, dass ihr nicht abgelenkt seid. Großer Gott, ich danke dir ganz, ganz arg für jeden Einzelnen, der jetzt gerade bei der Kinderbibelwoche zuschaut. Und ich danke dir echt, dass du dabei bist, dass wir mit dir reden können. Und ich bitte dich jetzt einfach, dass wir ganz, ganz, ganz viel Spaß haben dürfen. Amen. So, wir spielen jetzt das erste Spiel. Das erste Spiel ist ein Spiel, das über die ganze Woche geht. Ihr seht immer mal wieder Ballons und diese sollt ihr zählen und dann in die Postkarte eintragen, die ihr in eure Überraschungsbox findet. Weiter geht's mit dem nächsten Spiel. Das ist das Pferderennen. Also aufstehen und los geht's. Alle Pferde gehen an den Start. Auf die Plätze, fertig, los! Die Pferde rennen. Sie springen über ein Hindernis. Sie rennen weiter. Da kommt eine Kurve. Sie galoppieren weiter. Am Rand winken Zuschauer. Da kommt noch ein Hindernis. Die Pferde rennen weiter. Das sind Fotografen. Und noch mehr Zuschauer. Plötzlich reiten sie durch Matsch. Sie springen über ein Hindernis. Sie rennen weiter. Da kommt eine Kurve. Sie galoppieren weiter. Am Rand winken Zuschauer. Da kommt ein Hindernis. Die Pferde rennen weiter. Und nochmal Fotografen. Und noch mehr Zuschauer. Und sie reiten wieder durch Matsch. Die Pferde sind auf der Zielgeraden und legen einen Endspurt hin. Noch 10 Meter bis zum Ziel. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Geschafft! Ich bin ganz schön erschöpft, das war echt anstrengend. Habt ihr auch so mitgemacht wie wir? Aber jetzt können wir uns zum Glück erstmal kurz ausruhen. Und ihr könnt gespannt drauf sein, was jetzt kommt. Oh Mann. Ist das... Wo soll man da anfangen? Und Mann, ist das dick. Ich muss ein Superhelden-ABC lesen, hat mein Chef gesagt. Naja, na gut, wo fange ich an? Hey! Au! Pass doch auf, wo du hinläufst. Ja, und du hockst hier und tust mir den Fuß stellen. Hä? Ich hocke hier die ganze Zeit, du kannst doch nicht während dem Laufen gleichzeitig lesen. Das macht man nicht. Oh ja. Ja, du hast recht. Tut mir leid, normalerweise lese ich nicht. Aber jetzt muss ich dieses Buch lesen und es regt mich so auf, das macht mich richtig wütend. Hä? Warum denn? Lesen ist doch super. Das macht doch richtig viel Spaß. Also, mein Buch, was ich lese hier, das ist richtig spannend. Ich habe davon 3 Bücher schon gelesen und jetzt hat es der 4. Band und das ist wahnsinnig spannend. Aber der 5., der braucht noch ewig, bis der rauskommt. Okay. Aber ist das wirklich so schlimm? Ja, das ist mega schlimm. Also, ich bin fast mit dem 4. Band schon durch und das ist so spannend. Ich halte es gar nicht aus. Und wenn ich jetzt damit durch bin, was mache ich dann? Um was geht's in dem Buch? Ja, in dem Buch, das sind so wahnsinnig viele Geschichten von so einem super coolen Typen. Da war eine Geschichte zum Beispiel, da war ein Junge, da war ein Fußballer, ja. Der hat sich schwer verletzt und dann konnte er nicht mehr beim nächsten Spiel antreten. Und dann kam der Typ dahin, hat seine Hand auf sein Knie gelegt und dann war alles wieder gut. Und er konnte wieder Fußball spielen. Und lauter solche tollen Geschichten über diesen Typen, der da einfach voll die wunderbaren Sachen gemacht hat. Übel spannend. Und es ist schrecklich, dass dieser 5. Band so ewig braucht, bis der rauskommt. Das macht mir richtig traurig. Oh, also in dem Buch geht es um so einen richtigen Helden, hä? Mhm. Ja, genau. Ja. Ein richtiger Superheld ist das. Ja. Ich glaube, der hat noch gar nicht gemerkt, dass ich auch ein Superheld bin. Ja, also, das hört sich ja richtig interessant an.
Und der fünfte Band, der fehlt dir noch? Der fehlt mir noch. Das ist richtig traurig, dass der so ewig braucht, bis der Ja, kommt. Also mein Freund, warte mal kurz, ne? Ich bin gleich wieder da. Hä? Ja? Ist das? Das kann doch nicht sein. Das ist Band 5. Ich war erst gestern in der Bücherei und die haben gemeint, es dauert noch ein ganzer Monat, bis das rauskommt. Ja, extra für dich. Hä? Wie hast du das gemacht? Du bist echt ein... Du bist ein Held. Ja, er hat's kapiert. Wow. Ich freue mich richtig. Aber jetzt muss ich weiterlesen. Ja. Den vierten Band, damit ich dann den fünften Band gleich weiterlesen. Ja, viel Spaß, mein Freund. Hey, vielen Dank dir, das freut mich. Gut, komm gut nach Hause. Ja. Also, sowas muss man mal haben. Ein Buch, das man so richtig gerne liest. Also so richtig. So eins brauche ich auch mal. Hallo, ich bin die Nicole. Und eigentlich wäre ich diese Woche auch bei euch gewesen, bei den Kinderbibeltagen. Aber jetzt ist ja alles anders. Aber ich möchte euch trotzdem gern eine Geschichte erzählen. Aber bevor ich euch die Geschichte erzählen kann, brauchen wir erstmal einen passenden Platz dafür. Ja, hier ist ein Tisch, aber das reicht noch nicht so richtig aus. Deswegen brauchen wir ein paar Dinge. Da, wo wir waren, da war es vermutlich eher ein bisschen trocken und so. Deswegen lege ich mal ein gelbes Tuch hin. Das sieht vielleicht so ein bisschen wie trockener Boden aus, gell? Und da, wo wir waren, da war aber auch noch nicht nur trockener Boden, es war so richtig trockener Boden. Der Boden war so ganz trocken. Also guck mal, so trocken war der. Da war Sand. Also trockener Boden haben wir, eine gute Fläche irgendwie. Und da hat unsere Geschichte gespielt. Es war nicht nur trockene Fläche und sowas, da war noch mehr. Nämlich kaputt war da, ganz viel kaputt war da. Guck mal, da liegen ziemlich viele Lego-Steine rum, aus denen aber gar nichts gebaut ist. Irgendwie ziemlich kaputt, die ganze Sache. So hat's da ausgesehen. Ja, so sah's da aus. Bisschen eine traurige Sache, gell? Aber natürlich haben in dem Ort auch Menschen gewohnt. Ganz viele Menschen haben da gewohnt. Und wie das immer so ist, wenn's viele Menschen gibt, dann braucht's irgendeinen Chef. Und das war echt ein bisschen das Besondere bei denen. Die hatten nämlich einen ziemlich jungen Chef. Guck mal, der ist noch ziemlich klein, gell? Das war echt ein junger Chef. Das war denn ihr König. Ein König, der 8 Jahre alt war. Ist jemand von euch 8 Jahre alt? Bestimmt, gell? Also 8, das ist noch nicht so arg alt. Und der war schon König von dem ganzen Land. Mit 8 Jahren König sein, ich glaube, das ist echt nicht so einfach. Was macht man denn da? Das sind lauter erwachsene Leute um einen rum und eigentlich wissen die doch alle alles besser irgendwie oder so. Was tut man da, um die Leute richtig zu regieren? Um ein guter Chef zu sein? Was machst denn du, wenn du eine Aufgabe hast und gar nicht so richtig weißt, wie das gehen soll? Wenn du was tun sollst, von dem du nicht so viel Ahnung hast, was tut man da? Am besten, man fragt jemanden. Oder vielleicht schaut man bei jemand, wie der das gemacht hat. Vielleicht kann man irgendwo was abspiegeln, wie ein anderer das tut. Unser junger König, der hätte es auch gern gemacht. Der hätte auch gern wo abgespiegelt und guckt, wie er es tut. Und dann hat er überlegt, bei wem könnte ich denn abspiegeln? Und natürlich ist ihm sein Papa eingefallen, der war vor ihm König. Aber guck mal, guter König. Der guckt ein bisschen böse, gell? Der guckt ein bisschen... Und so war der König auch. Der Papa-König, der hatte Ammon-Kaiser. Aber von dem konnte unser junger König nichts abgucken. Das war echt ein besonderer König, als der noch da war. Wegen dem sah es nämlich so aus. Der hatte nämlich echt komische Vorstellungen. Das Land, in dem die Geschichte war, das ist Israel. Und in Israel... Da haben sie ja an Gott geglaubt, an den Gott, der den Himmel und die Erde gemacht hat, der uns Menschen alle gemacht hat und der alles super, super gut gemacht hat. Und eigentlich haben die immer mit dem zusammen gelebt und gefragt, hey Gott, was soll man machen, was ist gut? Und haben sich überlegt, was Gott sich wünscht. Und die hatten eigentlich immer bei sich einen Tempel, also ein Haus, in dem Gott wohnte. Aber jetzt, als der Ammon König wurde, hat er gesagt,
Ein Tempel? Quatsch, wir brauchen einen Tempel. Ich brauche keinen Tempel. Der Tempel, der kommt weg. So ein doofes Zeug. Wer braucht einen Tempel? Ein Haus für Gott. Und deswegen sah es jetzt hier so aus. Das war nämlich eigentlich mal ein Tempel. Aber der hat einfach alles kaputt gemacht. Doof. Und da hat er auch gewusst, hey, Gott, der hat uns ein Buch geschrieben. In dem Buch hat er uns ganz viele gute Tipps gegeben, wie wir miteinander umgehen sollen und so. Nämlich die Bibel. Und er hat gesagt, die Bibel, das, was Gott möchte, was Gott uns zu sagen hat, will ich darauf hören? Soll ich darauf hören? Ist das eine gute Idee oder ist das eigentlich unnötig? Vielleicht will ich lieber das machen, was meine eigenen Ideen sind. Vielleicht will ich lieber selber überlegen, was gut ist und was nicht. Und er hat gedacht, Bibel? Gottes Wort? Quatsch, braucht man nicht. Weg damit! Ja, und deswegen lief es einfach auch gar nicht so gut, als der Amon König war in Israel. Weil er nicht auf Gott gehört hat und weil er gedacht hat, ich bin der König, ich bin der Held, ich bin der Beste. Und das, was ich sage, das wird gemacht. Aber er hat halt einfach auch blöde Ideen gehabt. Und das hat das ganze Volk dann gemacht. War gar nicht gut. Also den konnte unser kleiner König nicht als Vorbild nehmen. So wollte er eigentlich nicht sein. Ja, und weil jetzt eben das mit dem Amon schon so lang gegangen war, wusste unser kleiner König und auch das Volk, das da gewohnt hat, gar nicht mehr so gescheit, oh, wie redet man denn richtig mit Gott? Wie geht man gut mit dem um? Wie hört man denn auf Gott und weiß, was der will? Es war irgendwie gar nicht so richtig, richtig einfach. Und vor allem für den jungen König war es jetzt nicht einfach. Ja, und jetzt hat er überlegt, was kann ich tun, dass es wieder gut wird? Und er hat nachgedacht und gedacht, entweder ich bin wie mein Papa und sage, Gott ist egal, oder ich versuche, auf Gott zu hören und wieder an ihn zu denken. Wäre das vielleicht eine gute Idee? Aber, wie mache ich das? Wie kann ich mit Gott reden? Wie kann ich wissen, dass er da ist? Ich habe das Buch von Gott nimmer. Die Bibel, die ist nimmer da. Und was soll ich jetzt tun? Und als er nachgedacht hatte, hat er gedacht, ja klar, ich fange einfach mal an damit. Ha, hier nämlich. Bauarbeiter zu holen. Ich hole ganz viele Bauarbeiter und die sollen mal anfangen, den Tempel hier wieder zusammenbauen. Erstmal das ganze Chaos hier beseitigen und dann, wenn wir hier wieder einen guten Platz haben, dann sollen die anfangen, den Tempel wieder zu bauen. Dann haben wir wenigstens wieder einen Ort, wo wir wissen, da ist Gott. Da kann ich hingehen, da kann ich mit ihm reden, da kann ich beten, da kann ich Lieder für ihn singen, da kann ich Dinge von ihm hören. Da kann ich vielleicht mit anderen zusammen Gottesdienst feiern oder so. Und so hat der kleine König nämlich aufräumen lassen. Er hat gesagt, auf geht's Leute, wir ziehen die Mauern wieder hoch, wir bauen wieder einen Tempel, dass wir wissen, wo wir hingehen können, um Gott zu treffen, um mit Gott unterwegs zu sein. Und so haben die Bauarbeiter aufgeräumt und haben alles geputzt und gemacht. Und es hat schon besser ausgesehen, aber es war echt ganz schön viel Arbeit. Und eines Tages König, ich habe was gefunden, schnell komm, guck mal, da ist was, voll cool, unter den Trümmern habe ich was gefunden. Und tatsächlich, da hat ja einer der Bauarbeiter was gefunden. Da war nämlich unter den Trümmern ein Buch. Was für ein Buch könnte das wohl gewesen sein? Die haben da einen Teil von dem Buch gefunden. Und der König, der hat gedacht, ah, cool, ein Buch. Was da wohl drin steht, ob da vielleicht ein Abenteuerroman drin steht oder ob das vielleicht eine Schatzkarte ist und wir was Cooles finden können. Oder was könnte das für ein Buch sein? Und er hat es angeschaut und hat es gelesen und hat gedacht, voll gut, da sind Sachen drin, die Gott sagt. Das ist die Bibel. Es war nicht alles von der Bibel, aber es war ein Teil von der Bibel. Und der Josia hat gedacht, boah, wie cool ist das denn? Ich kann jetzt Bibel lesen und ich kann hören, was Gott zu sagen hat. Ja, und eines Tages, da war der Tempel tatsächlich fertig. Er war wieder aufgebaut, so wie er sein sollte. Er hat in Wirklichkeit besser ausgesehen als das, was ich jetzt hier gebaut habe. Aber er war einfach wieder richtig, richtig fertig. Und der König hat gesagt, hey Leute, kommt her, wir machen Party, Party. Jetzt ist der Tempel fertig und ich habe eine Frage an
Während nämlich die Bauarbeiter gebaut hatten und das alles wieder gut gemacht hatten, hatte der Josia die Bibel gelesen. Der hatte die Teile gelesen, die noch da waren. Und da hat er gedacht, da stehen genau die Sachen drin, die ich eigentlich wissen muss. Da steht drin, wie ich mit den anderen Menschen umgehen soll. Da steht drin, was ich mit meinem Volk machen soll. Da steht drin, wie ich Gott kennenlernen kann und wer Gott ist. Hey, die Bibel, das ist richtig, richtig cool. Und vor allem in der Bibel, da steht drin, dass Gott uns als Freund haben möchte. Da steht drin, dass Gott uns voll, voll gern hat und dass er unser Freund sein möchte. Genau, das hatte unser König da drin gelesen. Der König heißt Josia. Der Josia hatte gelesen, hey Gott, der hat mich wahnsinnig lieb. Nicht nur mich, sondern alle Leute. Und der hat uns richtig, richtig gut gemacht. Gott hat dein Leben gut erdacht. Gott hat gedacht, oh, ich mache was richtig Cooles. Und dann hat er dich gemacht. Das hat der Josia gemerkt. Hey Gott, der hat mich richtig, richtig gut gemacht. Und der hat mich wahnsinnig lieb. Und das hat er alles in den Brief reingeschrieben, in das Buch reingeschrieben. Eigentlich ist die Bibel nämlich ein Liebesbrief von Gott an uns. Und das hat er Josia gemerkt und hat aber auch gemerkt, da sind Sachen ganz, ganz schlecht gelaufen. Was mein Papa gemacht hat, es war gar nicht gut. Er hat überhaupt nicht nach Gott gefragt. Der hat getan, was er wollte und deswegen ist was Blödes passiert. Durch das, dass nämlich der Papa, der Amon gesagt hat, Gott, ist mir doch egal, ist nämlich, guck, blöd, das Herz kaputt gegangen. Die Sünde hat es kaputt gemacht. Hey, das ist gar nicht das, was Gott wollte. Gott wollte, dass wir Freunde von ihm sind. Und jetzt, durch das, dass der Amon gesagt hat, Gott, ist mir egal, ich mache, was ich will, interessiert mich doch gar nicht, was Gott sagt, hab gar keine Lust auf den, durch den ist leider die Freundschaft und das gute Herz kaputt gegangen. Voll gut, der Josia, der hatte kapiert, um was es ging, aber hat gedacht, oh Mann, wenn ich das kapiere, das ist ja schon mal voll gut, aber eigentlich müssen das auch die anderen kapieren. Eigentlich muss das auch der Rest von meinem Volk wissen. Und deswegen hat er gesagt, als der Tempel fertig gebaut war, Party! Und alle kamen und haben zusammen ein Fest gefeiert. Als das Fest so richtig toll war, hat der Josia gesagt, hey Leute, ich muss euch kurz was sagen. Und er hat erzählt, was er in der Bibel alles entdeckt hat. Wie furchtbar lieb Gott die Menschen hat. Und wie furchtbar schlecht es gelaufen ist und dass alles kaputt ist. Und deswegen hat er gesagt, hey Volk, hey Leute, ich habe mir was überlegt. Ich, Josia, ich möchte gern mit Gott leben. Ich möchte gern auf Gott hören und ich möchte gern das tun, was Gott sagt. Und deswegen hat er eine Frage an das Volk gestellt und hat gesagt, hey Volk, wollt ihr auch Freunde von Gott sein? Wollt ihr auch auf das hören, was Gott sagt? Wollt ihr auch mit mir zusammen in die Bibel reingucken und coole Sachen entdecken, die Gott uns erzählt? Was denkt ihr, was das Volk gesagt hat? Die haben gesagt, ja, voll gut, da sind wir dabei. Wir wollen auch, dass Gott unser König ist. Dass Gott der ist, auf den wir hören wollen. Der Josia, der war schon ein Held. Der war ein Held, weil er nicht gesagt hat, eigentlich ist mir alles egal. Ich will cool sein und die Leute sollen machen, was sie wollen und wie das läuft, ist mir total wurscht. Nee, der Josia, der war ein Held, weil er gesagt hat, hey, ich will ein richtig guter König sein und ich möchte so machen, wie Gott es gut findet. Und er war ein richtiger Held, weil er gesagt hat, das, was in der Bibel drin steht, in Gottes Wort, das ist wichtig für mich. Ich liebe Gottes Wort. Ich finde es so gut, was Gott da drin geschrieben hat. Und ich möchte immer mehr davon erfahren. Ein richtig cooler Held, der Josia. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Wurdest du vielleicht schon mal in der Schule oder von den Nachbarn oder sonst irgendwo gefragt, was eigentlich die Bibel ist? Was würdest denn du sagen, was die Bibel ist? Du kannst ganz kurz auf Pause drücken und schön überlegen, was ist eigentlich die Bibel? Was würde ich denn sagen, wenn mich jemand fragt? Wenn du das überlegt hast, dann kannst du wieder drauf drücken, dann geht's weiter. Der Josia, der fand die Bibel echt wichtig. Der hat gewusst, hey, da drin, da stehen Sachen, die sind gut für mich und mein Leben. Und er hat noch was gewusst. Du hast in deinem Paket ein Puzzle.
Ein Puzzle, auf dem ein Vers draufsteht. Und jetzt wäre es super, wenn du das mal auspackst, dann auf Pause drückst und mal das Puzzle machst, um rauszukriegen, was der Josiah gewusst hatte. Und hast es rausgekriegt? Was ist der Satz? Können wir es mal zusammen sagen, vielleicht du kannst ablesen von deinem Puzzle. Aber das Wort des Herrn bleibt gültig für immer und ewig. 1. Petrus 1, Vers 25. Du kannst jetzt auch einfach immer ein Puzzleteil wegmachen und den Satz nochmal sagen. Und nochmal ein Puzzleteil wegmachen und den Satz nochmal sagen. Und irgendwann sind alle Teile weg und dann kannst du den Satz auswendig. Das wäre richtig, richtig cool. Sagen wir ihn nochmal zusammen. Aber das Wort des Herrn bleibt gültig für immer und ewig. 1. Petrus 1, Vers 25. Und guck mal, das mag ich dir jetzt auch nochmal zeigen. Hier habe ich ein Stück Papier. Das kann das Wort von Gott sein. Also Gott sagt zum Beispiel zu dir, ich hab dich lieb. Das steht jetzt da drauf. Ich hab dich lieb. Gott, guck, das sagt Gott zu dir. Oder ich bin für dich da. Das sagt auch Gott zu dir. Wir haben natürlich auch Freunde und Nachbarn und Verwandte und Bekannte und irgendwelche anderen Leute aus dem Fernsehen oder sonst wo, die auch immer solche Sachen sagen, die sie uns versprechen wollen. Zum Beispiel, auch ich bin für dich da. Es gibt doch Leute, die zu uns sagen, ich bin immer für dich da, gell? Zum Beispiel. Oder vielleicht auch Leute, die sagen, oh, wir machen Party. Oder was gibt's noch für Leute? Leute, die sagen, ich lass dich nie allein. Es gibt ganz viele Leute, die uns ganz viele Dinge versprechen, gell? Guck mal, ganz viele Sachen und die sehen auch gut aus, weil die sehen bunt aus. Und Gott verspricht uns eben auch was. Und jetzt, guck mal, ich habe hier eine Schale, da ist Wasser drin. Wenn ich das jetzt da reinlege, das Blatt, dann kannst du das schon mal sehen. Guck mal, das verschwimmt hier schon. Und oh, guck mal, wenn das da eine Weile drin liegt, das wird immer weniger, was da steht. Es wird immer dünner. Irgendwie ist es gar nicht mehr so richtig da wie am Anfang. Aber was ist mit den Sachen von Gott? Guck mal, da wische ich drüber und was passiert? Nix, die sind immer noch genauso da wie vorher. Und das ist nämlich das, was der Josiah ja verstanden hat. Hey, das Wort des Herrn bleibt gültig für immer und ewig. Das geht einfach nicht weg. Hast du auch schon mal in der Bibel gelesen? Hey, wenn du eine Kinderbibel zu Hause hast, falls du noch jünger bist, dann guck doch da mal rein und lies mal eine Geschichte oder lass sie dir vorlesen. Oder wenn du schon älter bist, dann nimm doch deine Bibel in die Hand und lese jeden Tag ein paar Verse oder wenn du schon ganz gut lesen kannst, vielleicht auch ein ganzes Kapitel und überleg mal, boah, was steht da von Gott drin? Am besten ist, du fängst im Neuen Testament an, am besten mal im Johannesevangelium. Johannes 1, lies doch da mal und dann lies immer so ein bisschen und überleg mal, was sagt denn Gott da für coole Sachen zu mir? Dass wir auch solche Helden sind, die sagen können, hey Gott, das Wort ist so gut, ich liebe es. Und jetzt würde ich gern noch mit Gott reden, wir beten zusammen. Hey, danke lieber Gott, dass du echt einer bist, der uns so vieles Gutes verspricht in der Bibel, der so gute Sachen in der Bibel aufgeschrieben hat. Und danke, dass wir die Bibel haben und dass wir da drin lesen können. Und ich bitte dich darum, dass wir das echt verstehen und dass wir das glauben können, dass du uns ganz arg lieb hast und dass du unser Freund sein willst und alle tolle Dinge, die du uns in der Bibel versprichst. Schenk doch echt, dass wir das machen, in der Bibel zu lesen, jeden Tag so ein kleines bisschen, dass wir dich immer besser kennenlernen können. Das wäre so klasse. Vielen Dank, dass du ein Gott bist, der da ist und der uns so arg lieb hat. Amen. Wow, das war aber eine coole Geschichte. Und auch der Merkvers, für immer und ewig. Das ist ganz schön lang. Das würde ich mir auf jeden Fall merken. Bevor wir dir jetzt genauer erklären, wie es weitergeht, wollen wir gemeinsam ein Gebet sprechen. Dieses Gebet wollen wir jetzt jeden Tag zusammen sprechen und damit du das mitlesen kannst, haben wir es dir ausgedruckt in die Überraschungsbox gelegt. Lieber Gott, ich danke dir. Du bist immer da bei mir. Vielen Dank für meine Freunde, die Familie, liebe Leute,
Danke für dein Versorgen, gestern, heute und auch morgen. Ich will fest auf dich schauen, ganz und gar dir vertrauen. Amen. Wow, das ist echt ein schönes Gebet. Finde ich richtig cool. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr das auch auswendig lernen, weil wir werden es ja jetzt echt jeden Tag beten und ich finde es wirklich schön. Dann könnt ihr das auch nach der Kinderbibelwoche mal noch machen. Und genau, jetzt sind wir auch schon tatsächlich fast am Ende vom ersten Tag. Wie krass ist das denn? Aber wir wären natürlich nicht auf der Kinderbibelwoche, wenn es nicht noch eine richtig coole Bastelarbeit und ein richtig cooles Spiel geben würde. Und dafür dürft ihr jetzt ganz schnell eure Überraschungsbox packen und auf das darauffolgende Video klicken. Da wartet nämlich dann ein Spiel und eine Bastelarbeit auf euch. Genau, und wenn ihr bei den Erklärungen nicht ganz mitkommt, dann ist es gar kein Problem. Dann könnt ihr einfach auf Stopp drücken oder ein bisschen zurückspulen und es euch nochmal anschauen. Und ihr könnt auch gerne eure Eltern dann fragen, ob die mit euch mitspielen wollen oder ob die euch eben helfen beim Basteln. Ja, viel Spaß dabei. Wir sehen uns dann spätestens morgen wieder. Aber davor wollen wir noch einen Schlachtruf lernen. Ihr könnt uns einfach nachmachen. Der ist gar nicht schwer. Und zwar werden wir sagen, mit Jesus Christus mutig voran. Einmal leise, einmal mit laut und einmal ganz, ganz laut. Okay? Mit Jesus Christus mutig voran. Mit Jesus Christus mutig voran.